Normalsterblichen schreibt man Reden. Persönlichkeiten des Kalibers eines Robert Wallner hingegen füllen bereits in ihren jungen Jahren ganze Bibliothekspaläste. Die wenigen Worte also, welche ich unserem großen Jubilar widme, können daher allenfalls als bescheidener und gleichsam bereits pränatal zur Unzulänglichkeit verurteilter Versuch verstanden werden, die Person und Legende Robert Wallner zu ehren. Es ist gleichermaßen unmöglich wie unsinnig, ob der Ehrfurcht gebietenden Person, über welche es zu sprechen gilt, sich auf ein Kernthema seines bisherigen Wirkens zu beschränken. Denn bei einer derart schillernden und untriebigen Persönlichkeit ist ein solches Kernthema angesichts der vielen Fähigkeiten und Tätigkeiten, die er zur Perfektion und darüber hinaus betreibt, nicht auszumachen. Jedes Gebiet, in welches dieser Organismus Optimus eindringt, wird von ihm in seiner Gänze erfasst und gleichsam unendlich bereichert und befruchtet. Das einzig Beruhigende an der Aussicht über eine Koryphäe, wohlgemerkt auf dem Gebiet der Ganzheit allen menschlichen und übermenschlichen Wissens, wie Robert Wallner, eine Lobrede zu verfassen, ist die Tatsache, dass jedes lebende und denkende Wesen den Anspruch, die Rede als zu einem gewissen Grad einer derartigen Persona monumentalis angemessen zu gestalten, nur als unermessliche Tollheit und Ausdruck eines unbeschränkt grenzdebilen Wahnsinns bezeichnen würde. Man müsste, um einen Raumzeitgenossen Wallners zu zitieren, 5 betrunken und behindert sein, um auf diese Idee zu kommen. Ein weiterer Vorteil der Bekanntheit unseres Jubilars ist, dass auf die Bedeutung seines Wirkens und Schaffens für die gegenwärtige und alle zukünftigen Generationen nicht eigens hingewiesen werden muss. Bei einer kürzlichen Umfrage gaben 94% aller Berühmtheiten, welche auf Twitter aktiv sind, an, einen Twitter-Account aus dem alleinigen Grunde zu besitzen, um auf diesem Umweg möglicherweise Robert Wallner zu erreichen. Cristiano Ronaldo meinte, er würde sofort seinen Twitter-Account löschen, wenn er es denn schaffte, jemals von Robert Wallner retweetet zu werden. Und würde sich danach nur mehr seinem liebsten Hobby widmen, der Musik. Kanye West hat in seiner Verzweiflung einen Fake-Account unter dem Namen Armin Wolf angelegt und monatelang die österreichische Innenpolitik studiert, um tagesaktuelle und geistreiche Kommentare zu verfassen. Dies alles nur, um von Robert Wallner abonniert zu werden, bisher vergeblich. Der Anstand gebietet es und die Vernunft verlangt es, an dieser Stelle auch Tweets des Großmeisters selbst zu wiederholen, möglicherweise hier gerade beim Twitter, die mittlerweile ohnehin jedem gebildeten Menschen bekannt sein müssen und im Jahr 2067 schließlich religionsübergreifend noch vor Zitaten aus den Heiligen Schriften als gemeinsamer Nenner sämtlicher Kulturen wirken sollten. Auch in diesen oft aus wenigen Worten bestehenden Sinnsprüchen zeigt sich die allumfassende Weltgewandtheit und die grenzenlose Weitsicht dieses unübertroffenen Universalgenies hier beim FPU-Kongress. Und nicht umsonst konnte unser Jubilar noch vor seinem 30. Geburtstag über 4 Milliarden Follower auf seinem Account vereinen, die auf der Suche nach Weisheit und Sinngebung die Worte dieser Lichtgestalt verfolgen. Seine Tweets sind manchmal poetische Weisheiten, welche selbst ein Tech-Team Goethe Shakespeare nicht zustande brächte. Wie etwa: Liebe ist kein Tanz im Wald. Oder etwas postmoderner: Alles, was bleibt, ist Sand in den Schuhen. Manchmal sind es aber auch einfache Beobachtungen im Stil eines Ephraim Kishon, wenngleich um Lichtjahre weiser und prägnanter. Die Russen haben auch gute Nudeln. Manche Tweets waren aber auch konkrete Mahnungen an diverse Industriezweige, die auch sofort und mit aller Entschlossenheit von den angesprochenen Wirtschaftskapitänen umgesetzt wurden, etwa:
Da ist man am Wollsektor noch zu konservativ. Mit folgenden Tweets legitimiert sich Wallner simultan als führender Gourmet- und Sozialkritiker. Schärfe ist auch sozial konstruiert. Und Gittis Weizengei Bio besteht aus den wertvollen Randschichten des Weizenkorns. Manche Tweets sind, nach einhelliger Meinung namhafter Literaturkritiker, als Parodie auf den charmanten Wiener Schmäh zu sehen. Zum Beispiel, sei nicht so vorlaut, sonst stiche die an. Oder, früher haben sie noch ruckelfrei Straßenbahn fahren können. Heute fahren sie alle wie Arschlöcher. Wieder andere Tweets sind simple, aber unendlich wertvolle Ratschläge, etwa an die obere Mittelschicht. Sie können nicht die ganze Hausarbeit selbst erledigen. Delegieren Sie einen Teil, aber vertrauen Sie nicht jedem. Oder auch lebenswichtige Tipps für Abenteurer wie: Alles, was in der Wüste lebt, ist verdächtig. Die erhebendsten Momente für den Großteil seiner Milliarden Follower sind aber jene, in denen die gottgleiche Erscheinung Wallner Einblicke in sein überreiches und unauslotbar mannigfaltiges Innenleben gibt. Etwa in diesem eindrucksvollen Tweet anlässlich des Meisters Stimmabgabe bei einer regionalen Wahl. Sieh so, Kuvert nicht zukleben. Ich so zu mir, mal schauen. Ohnehin sollte ein Großteil von Wallners Äußerungen späteren Generationen eine Richtschnur für einen weisen und effizienten Umgang mit Worten bieten. Mit seiner vielbeachteten diplomatischen Wendung "Gehäut die Goschen" konnte er bereits etliche Politdebatten und völkerrechtliche Verhandlungen auf allerhöchstem und staatstragendem Niveau für sich entscheiden. Den rumänischen Speis- und Kultusminister Bradlana Botswana Sisto Durek sowie den Präsidenten des österreichischen Fußballverbandes Hermann Vorsatz den Irr hat der Grand Diplomat Wallner mit dieser charmanten Wendung für sich gewinnen können. Durch die im späteren politischen Diskurs oft replizierte "Gehäut die Goschen"-Wendung, landläufig als Wallner-Klausel bekannt, konnte auch der UNO-Generalsekretär Kasim Kasim im Jahre 2056 den vierten Weltkrieg abwenden, indem er auf sehr forsche Art den Premierminister von Steinschmeißistan, Hakmak Fetzak Hakmak, bei dessen umständlich formulierter Kriegserklärung ins Wort fiel. Doch nicht nur verbal, sondern auch gestisch setzte unser Jubilar Maßstäbe, als Wallner bei seinem ersten Zeitreiseexperiment im Jahre 2024 exakt 100 Jahre zurückreiste und zufällig auf dem Schoße des Führers landete, brachte er den Nämlichen durch den Versuch eines diplomatischen High Five auf die Idee des Führergrußes. Übrigens ging Wallner auch als die erste Person in die Geschichte ein, welche einen Stinkefinger erfolgreich durch Gestikulation rechtsgültig zurücknahm. Wenige Zeithistoriker verwundert es, dass diese Premiere durch den weltgrößten und einflussreichsten Diplomaten aller Zeiten ermöglicht wurde. Ein Pionier war Wallner aufgrund seiner nach den bis dato bekannten Gesetzen der Realität, unübertreffbaren Genialität und viel zitierten Übermenschlichkeit ohnehin ganz automatisch in jedem Bereich. Im Jahre 1990 etwa düpierte er seinen langjährigen Rivalen, den verrückten Wissenschaftler und Superbösewicht Jesus Christus Sautor,
indem er eine für normalsterbliche tödliche Attacke Sauters durch bloße Körperbeherrschung zunichte machte. Den Schuss aus der von Sautor selbst entwickelten Bleikanone, mit welcher dieser den damals siebenjährigen Wallner attackierte, absorbierte der große Held mit seinem Körper und nutzte das aufgenommene Blei, um seinen Körper mit physischer Unverwundbarkeit auszustatten. Die kulturelle und moralische Unverwundbarkeit hatte der kühne Recke wenig später erlangen können, als er sich entgegen dem allgemeinen Trend als großer Peter-Alexander-Fan outete. Diese Bleischicht wäre ihm auch bei seinem ersten großen Experiment im April 1986 behilflich gewesen, bei welchem er im zarten Alter von 2,5 Jahren in einem bis dahin unbekannten ukrainischen Kernreaktor seine Theorie verifizieren wollte, dass eine Strahlungsaktivität von mehreren Trillionen Becquerel durchaus mit einem von ihm aus einer Kaugummipackung und den Bauteilen von 4 zufällig ausgewählten Überraschungseiern zusammengebastelten Strahlenmessgerät bis auf die 4. Kommastelle genau gemessen werden kann. Manche führen Wallners überirdische geistigen und physischen Kräfte auf die starke Strahleneinwirkung im Kleinkindalter zurück. Andere wiederum greifen auf religiöse Begründungen zurück. Fakt ist jedenfalls, die außerordentliche Perfektheit Wallners in jeder Hinsicht ist durch kein bis dato bekanntes wissenschaftliches Konzept erklärbar. Eine Vielzahl der führenden Wissenschaftler im Bereich der theoretischen Physik stellte daher ihr Vorhaben des Entwurfs einer einheitlichen Feldtheorie hintan, um zuallererst das Wallner-Paradoxon zu lösen. Geistreiche Beobachter mögen bemerken, dass hier möglicherweise das Kalkül dahinter steckt, dass Wallner sich ohnehin bald herablassen könnte, das Problem der einheitlichen Feldtheorie höchstpersönlich an einem freien Wochenende zu lösen. Wallner jedenfalls war nicht nur als Forscher und Wissenschaftler aktiv, auch die Kunst wartete darauf, von ihm befruchtet und auf eine neue postmoderne Stufe gehoben zu werden. Mit seinem existenziellen Monumentaldrama, den Dohlen aber gönne ich wenig, welches mit einer Spielzeit von 43 Stunden und 4 Minuten für viele Cineasten die Begriffe episch, allumfassend, aber auch fordernd, Dehydration und akute tödliche Thrombose neu definierte, revolutionierte dieser Regisseur der Superlative nicht nur die Filmkunst, sondern löste gleichsam 14 mathematische und 8 philosophische Paradoxa. Als er kurz nach der Premiere zeitgleich die Ehrenpräsidentschaft sowohl der International Academy of Science, der Royal Society of London sowie sämtlicher Max-Planck-Institute und 176 weiterer bedeutender wissenschaftlicher Einrichtungen erhielt, hatte der Filmemacher oft 4 Kontinente täglich anzufliegen, nur um die anstehenden Verleihungen der Filmpreise mit den Antrittsvorlesungen bei den zahlreichen Institutionen und wissenschaftlichen Instituten unter einen Hut zu bringen. Alleine die Anordnung der ihm nach Veröffentlichung des Werkes innerhalb weniger Minuten angedienen zahllosen Ehrenprofessuren schuf ein neues mathematisches Dilemma, welches paradoxerweise bereits im nämlichen Film vorweggenommen und gelöst wurde. Auch den Kurzfilm vermochte Wallner zu revolutionieren. Hier ein Ausschnitt aus dem richtungsweisenden Experimentalwerk Gemach, welches jeden Filmemacher noch heute vor Ehrfurcht erstaunen lässt.
Selbst einem Laien sollte beim ersten Blick auffallen, dass es sich bei diesem Werk um eine sowohl technisch als auch künstlerisch einzigartige Ausnahmeleistung handelt. Wie wenig andere vermag es Wallner aber, seine neuartigen Ideen auch im Bereich der Wirtschaft umzusetzen. Die von ihm erfundene Speichelchick machte ihn bereits im Jugendalter zum Multimilliardär. Die Idee dazu kam ihm, als er eine Zigarettenpackung seines Bruders im Wohnzimmer vorfand und jede einzelne Zigarette herausnahm, um sie höchstpersönlich einzuspeicheln und in die Verpackung zurückzulegen. Bei der späteren Massenproduktion wurde ein Speichelkonzentrat Wallners vervielfältigt, um auf die benötigte jährliche Stückzahl von 400 Millionen Pal Walz zu kommen. Die legendären Pall Walls dürfen als einzige Zigarettenmarke auf die vorgegebenen Gesundheitswarnungen verzichten und können stattdessen Hinweise wie Pall Walls können Blindheit heilen, Pall Walls erhöhen das Nobelpreisrisiko oder mit einer Pall Wall retten sie eine Elfe in Nimmerland enthalten. Doch auch im sportlichen Bereich steht der Name Wallner für permanente Revolution. Seine Interpretation des Fußballtorwarts im Sinne eines Spielers, der vom eigenen Tor ausgehend, ohne auf traditionelle Mittel wie Passen zurückgreifen zu müssen, das gegnerische Mittelfeld sowie die Abwehr überbrückt und auch den Abschluss höchst selbst erledigt und somit die restliche Mannschaft im maximalen Ausmaß entlastet, war richtungsweisend. Den taktischen Kniff, gelegentlich ohne sichtbare Fremdeinwirkung umzufallen, und sich in dieser Manier nebst bewundernden Zurufen auch Knochenbrüche zuzuziehen, wusste Wallner optimal auszunutzen. Kein Wunder, dass viele professionelle Trainer auch die Hobbyspiele Wallners ganz genau beobachten lassen und so unter anderem hochbezahlte Scouts einsetzen, die sich jahrzehntelang als soziopathische Bewohner gemeinnütziger Wohnanlagen ausgeben, nur um einige wenige Blicke im Jahr auf den richtungsweisenden Fußballer zu erhaschen und im Idealfall diese sogar filmisch festzuhalten. Eine Gottheit vom Status Robert Wallner scheut sich aber auch nicht, mit festgefahrenen Traditionen zu brechen. Nein, vielmehr sie mit einer Wucht zu zerschmettern, die Zeus in eine stille Ecke treiben würde. So schaffte unser Jubilar es, ohne dass traditionell als substanzielle Zutat angesehene Mehl, eine Roulade zu kreieren und ermöglichte damit im Handumdrehen auch den Bewohnern von Regionen, in denen Mehl ein Luxusgut ist, diese österreichische Köstlichkeit dem Menüplan hinzuzufügen. Hinzuzufügen gäbe es auch an dieser Stelle noch einiges. Nicht umsonst setzte das renommierte Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäische Ethnologie dieses Jahr den Schwerpunkt auf Wallner-Forschung
Und alleine im Jubeljahr werden weltweit 465 Dokumentationen zur Persona Superior Universalis Maximus Extremus Wallner veröffentlicht. Es wäre also vermessen, mehr Zeit als nötig des geneigten Hörers zu beanspruchen, der im Wallner-Jahr 2013 sicher bemüht ist, möglichst viele verschiedene Blickwinkel auf die Übergottheit Wallner werfen zu können. In diesem Sinne kann ich nur schließen, dass es eine große Ehre und ein unermessliches Glück ist, einige wenige Worte zum Anlass beisteuern zu dürfen, und darf zum Abschluss noch kurz hinweisen auf den echten Twitter-Account von Armin Wolf, zu finden unter Armin Wolf @KenyaWolf, the real Armin Wolf. Vielen Dank.